des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Heute, wir wollen über das Buch der Offenbarung des Heiligen Johannes kurz sprechen. Heiliger Johannes ist eine große Heilige unter den Jüngern. Heiliger Johannes hat so lang gelebt, 105 Jahre. Also, er ist der Älteste unter den Jüngern, der so lang gelebt hatte. Gott hat ihn aufbewahrt für eine große Mission, eine große Aufgabe im christlichen Leben. Heiliger Johannes hat so lange gelebt, hat viele Häresien erlebt, hat vieles über Gottheit Christi von den Feinden des Christentums. Deswegen hat er zwei Bücher geschrieben: das Buch des Heiligen Johannes, Evangelium nach dem Heiligen Johannes, und das Buch der Offenbarung, plus die drei Briefe, die der Heilige Johannes geschrieben hatte. Man muss betonen und wissen, dass die zwei Bücher von dem Heiligen Johannes sprechen zu viel über Gottheit Christi, über Erlebnisse, die nur von dem Heiligen Johannes beschrieben wurde. Aber das Buch der Offenbarung ist das größte Prophezeiungsbuch im Neuen Testament, so ähnlich wie das Buch des Heiligen Daniels im Alten Testament. Das Buch vom Heiligen Daniel ist schon erfüllt. Die Prophezeiungen sind schon verwirklicht und geschehen. Aber im Buch der Offenbarung sind teilweise in diesen letzten 1900 Jahren, teilweise sind die Geschehnisse verwirklicht, aber der Rest ist noch nicht geschehen. Das Buch, das die Christen zeigt, wie sie in den letzten Tagen und Jahren des Lebens auf unseres Planeten leben werden. Heiliger Johannes war ein so großer Heiliger, hat so nah zu Jesus gelebt, war ein treuer Jünger, der treueste unter den 12 Jüngern. Er hat Jesus gefolgt bis zum Kreuz. Deswegen hat er die große Ehre, dass die Heilige Maria seine Mutter sein wird. Heiliger Johannes hat so lange gelebt, hat viel auch gelitten. Auf der Insel Patmos hat Gott ihm vieles offenbart für die alle Menschen in die aller Zeiten, bis Jesus wiederkommt. Eigentlich, dieses Buch wurde im Jahre 96 ungefähr geschrieben und beschrieben. Heiliger Johannes hat vieles in diesem Buch uns offenbart. Das Wort Offenbarung oder Apokalypse heißt etwas, was mysteriös ist, zu erklären, zu offenbaren. Dieses Buch wird jährlich einmal zur Ganze in der koptischen Kirche gelesen, durchgelesen, sorgfältig. In einer Nacht heißt auch Apokalypse. Nacht, ein Samstag der Freude, einen Tag vor der Auferstehungsfest. Dieses Buch hat nicht nur Prophezeiungen, aber hat auch große Lehre über Gottheit Christi. Nicht nur hat große Versprechungen, wer gewinnt, wer besiegt, wird das und das und das bekommen. Hat auch Warnungen vor falscher Lehre, vor Häresien und vor den falschen Propheten, die in den letzten Tagen kommen werden. Dieses Buch beschreibt auch die letzten Zeiten der Welt. Was geschieht mit dem Antichrist, was geschehen wird. Was wird geschehen mit den zwei Heiligen, Enoch und Elias? Ist das Buch von Überraschungen, das Buch von Preise, das Buch von himmlischen Jerusalem.
Also, dieses Buch ist so erforderlich für jeden und jede von uns. Man bestrebt, den Himmel zu ererben und zu erwerben. Himmlische Jerusalem, die neue Stadt, die nicht von der Natur dieser Erde wird schön. Es wurde in diesem Buch symbolisch beschrieben, aber man kann darunter vieles verstehen, dass zu viel Genuss und Freude in diesem himmlischen Jerusalem mit Jesus und mit den Heiligen. Bedingungen dafür sind auch in diesem Buch beschrieben. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Stunden doch etwas über dieses Buch in Details zu beschreiben, zu kontemplieren. Wir werden vieles von den Büchern von unserer Väter, heiligen Väter und auch von dem Papst Synode doch erwähnen und die Hilfe von diesen Büchern für unseren Nutzen so gut will. Ich hoffe, dass wir gemeinsam dieses Buch lesen, interpretieren und falls Fragen gibt, sollen wir doch zu uns oder an uns schreiben, zu unserem Homepage kopten.at oder fragen.kopten.at. Bis zum nächsten Stunde, so gut will. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen.